Erstmal freuen wir uns auf den Vortrag von TechKids. Die stellen sich gleich gegenseitig selbstständig vor. Und der Vortrag ist Open Source ist Software unter Freunden. Und ja, das passt sicherlich zu so einer Konferenz. Viel Spaß. Hallo, tut sich hier was? Test. Nee. Jetzt. Hervorragend. Ja, Bild haben wir. Jetzt haben wir Bild und Ton. Alles beides. Cool. Ja, hallo zusammen. Wir wurden gerade schon vorgestellt. Vielleicht kommen wir kurz ein Stück weiter rüber, damit wir nicht so da... Ja, aber da stehen wir vor dem Bild, oder? Nee. Ja, das ist egal. Gut. Wir sind eine kleine Abordnung vom TechKids e.V. Der ein oder andere hat vielleicht schon was von uns gehört. Wir organisieren seit einigen Jahren besonders das Kinder- und Jugendprogramm der Froscon und in letzter Zeit auch eine ganze Menge mehr, da kommen wir gleich noch zu. Wir stellen uns mal gerade kurz vor. Deswegen war das nämlich schlauer dazustehen. Gut, was ist unser Verein eigentlich? Also, ja, wie gesagt, wir sind ein gemeinnütziger Verein und vor allem ein Netzwerk von und für Kinder und Jugendliche in den Bereichen MINT und freie Software. Ich weiß nicht, ob das Buzzword MINT jedem hier was sagt. Es geht um die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik und ja, FOSS-freie Software. Und wir versuchen quasi den Brückenschlag zwischen den Schulbereichen MINT und der Open-Source-Welt quasi zu meistern und Community-Aufbau zu betreiben. Wie gesagt, machen wir das vor allem mit Ferien- und Wochenendfreizeiten, hervorgegangen aus dem Kinder- und Jugendprogramm der Froscon. Mittlerweile haben wir ein recht umfangreiches Themenprogramm, das wir als Einstieg quasi für den Community-Aufbau benutzen. Wir haben das Thema Roboter bauen mit Lego Mindstorms, das Freeroids-Projekt. Wir haben das Thema Spiele programmieren. Wir haben Themen Strang Arduino. Ein paar Themen fehlen hier jetzt noch, ist nur eine kleine Auswahl. Ja, und weiterhin betreiben wir natürlich Kampagnen bei Kindern und Jugendlichen zur Nutzung von freier Software und freien Diensten. Ja, unser Verein gründet komplett auch auf der Nutzung von freiem Material, auf dem Erstellen von freiem Material und vollständig transparenter Vereinsarbeit, quasi im Geiste der Open Source Community übertragen auf die gesamte Vereinsarbeit, die wir machen. Ich bin Nick, kurz gesagt, 25 Jahre alt, zurzeit wohnhaft in Bonn. Ich, wie soll ich das sagen? Eigentlich bin ich Informatiker, aber mit sehr langen Wegen als Hobbypädagoge seit meiner eigenen Schulzeit in IT-Projekten am Gymnasium. Und damit ist das quasi sehr stark verschmolzen und momentan kümmere ich mich eigentlich mehr um pädagogische Belange als um IT-Belange. Die sind einfach weniger stressig, sage ich jetzt mal. Gut, hauptberuflich bin ich System-Doktorhaus für Kundenprojekte bei der Tarent Solutions GmbH in Bonn und Initiator des TechKids e.V. Projektes, halt hervorgegangen aus der Organisation der Frog Labs, dem Kinder- und Jugendprogramm. Gut, okay. Wir hatten so ein paar Leitfragen bei dem Erstellen dieser Folien, das ist allerdings schon ein paar Monate her. Und sehe ich noch einen Punkt, mein Ziel mit dem Verein oder im Verein ist quasi, größte Netzwerk von Interessierten und Jugendlichen im Open-Source-Bereich aufzubauen und da sind wir momentan aktiv dabei. Ja, ich bin Niklas, ich bin 23, wohne in Essen, studiere da erstmal gar nichts, was mit Technik zu tun hat, nämlich Französisch und Englisch auf Lehramt. Ich bin in den Verein gekommen, weil hat mich mal zufällig am Bahnhof getroffen oder ich habe ihn getroffen. Und da ist man sich ins Gespräch gekommen und dann kam irgendwann die Nachricht, ja, du machst doch irgendwas hier mit Lehramt, willst du nicht mal mit mir eine Jugendfreizeit begleiten? Und da fing alles an. Das war der tragische Punkt meines Lebens. Nein, also ich bin in den Verein gekommen, weil ich erst nun mal betreuen wollte. Man braucht ja bei einer gewissen Kinderanzahl auch eine gewisse Anzahl Betreuer. Und mit der Vereinsarbeit hat sich aber mein Interesse an Technik ein bisschen gesteigert.
Ich habe Erfahrungen gesammelt, die später für meinen Berufsalltag bestimmt nicht unwichtig sein werden. Und habe Spaß an der Arbeit mit Jugendlichen gefunden und mit Technik. Ich wurde zum Schriftführer gewählt, das heißt, das dritte Vorstandsmitglied bin ich jetzt und bin stellvertretender pädagogischer Leiter. Das heißt, ich gestalte mit Nick zusammen die pädagogische Arbeit im Verein. Und ja, möchte ich mich auch weiter engagieren in der Vereins- und Vorstandsarbeit. Ja, wir kommen jetzt zum Titel unseres Vortrags. Warum brauchen Kinder eine Open-Source-Community? Quasi. Und zwar brauchen sie zunächst aus denselben Gründen wie wir. Eine Open-Source-Community brauchen wir großen. Die Zeiten haben sich geändert. Kinder und Jugendliche lassen sich viel schneller dazu verleiten, unfrei unsere Dienste zu verwenden. Auf dem Schulhof wird jetzt nicht mehr gesprochen darüber, wer die neuesten Klamotten hat oder das coolste Mäppchen oder den coolsten Tornister, sondern wer die neueste WhatsApp-Version hat und welchen anderen Instant-Messenger man am liebsten benutzen sollte. Das sind diese Peer-Groups, die eben diesen großen Einfluss auf Kinder und Jugendliche haben und von profitorientierten Anbietern ausgenutzt werden, die nicht unbedingt über Datensicherheit oder Datenschutz nachdenken. Das Problem ist auch, dass viele Eltern von Kindern und Jugendlichen heute sich damit eben nicht auskennen. Sie sind nicht damit groß geworden mit dieser Technik. Sie sind keine, ganz böse Wort, Digital Natives. Und können deshalb ihre Kinder auch nicht über die Werte von Freiheit, von Datenschutz, von Open-Source-Software informieren. Und zu guter Letzt brauchen wir eine Open-Source-Community für Kinder und Jugendliche, weil sonst ohne Nutzung und ohne Angebot von freier Software in der Bildung die Akzeptanz von freier Software niemals wachsen wird. Und kurz was dazu, warum wir uns nicht einfach irgendwo hinstellen und das machen, sondern warum wir dafür einen strukturierten Verein brauchen. Der erste Punkt ist ein bisschen gefährlich formuliert, sage ich mal, ist aber Absicht. Ganz ehrlich, einfach dafür, damit wir über kurz oder lang eine ähnliche Marketing-Power, sage ich jetzt mal, aufbauen können wie The Powers That Be, also wie Facebook, Microsoft mit Skype und ähnliches. Ihr habt es ja gerade schon gehört, es geht in der Gemeinschaft der Kinder und Jugendlichen, der Schülerinnen und Schüler auf den Schulhöfen mittlerweile sehr stark darum, wer über welche Instant Messenger vernetzt ist, und es gibt ziemlich viel Peer Pressure dabei, und ja, es ist sehr, sehr wenig differenziertes und kritisches Nachdenken dabei, welche Dienste eigentlich genutzt werden. Kinder und Jugendliche, die das schon interessiert, beziehungsweise die da schon Erfahrungen mit haben, brauchen Hilfe dabei, sich zu organisieren. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt und auch Kern unserer Vereinsarbeit. Der Enrico, der gerade falsch rumsteht, so ist besser, ist die Vorderseite, ist ein Juniormitglied bei uns im Verein, eins von knapp 30 momentan, und wird sich gleich auch selber noch vorstellen bei seinem Teil dieses Vortrags. Und unsere Vereinsarbeit gründet darauf, durch die Vernetzung unter den Kindern und Jugendlichen halt ein, ja, mehr oder weniger selbstlaufendes Projekt zu initiieren. Es muss natürlich auch ganz viel Kommunikation mit Eltern, mit Lehrern, mit Schulen allgemein, weiteren Personengruppen, mit anderen Projekten, mit Sponsoren geführt werden. Und dafür ist eine ordentlich rechtlich verankerte Vereinsstruktur natürlich unabdingbar. Was tun wir für die Community und für den Community-Aufbau? Wie gesagt, wir fangen an damit, beziehungsweise wir betreiben sehr aktiv Ferien- und Wochenendfreizeiten, mehrmals im Jahr mittlerweile an verschiedensten Orten in Deutschland. Unser größtes Hauptprogramm sind immer noch die Frog Labs bei der Froscon. Da werden wir dieses Jahr wieder an die 60 Kinder und Jugendliche als Teilnehmer erwarten, die sich halt in der Gemeinschaft beschäftigen. Da wird Enrico gleich noch mehr zu erzählen. Wir kümmern uns darum, Partizipationspotenziale bei den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen zu entdecken und zu fördern, halt an den richtigen Stellen in die Projektarbeit einzubeziehen, so halt ein aktives Netzwerk von Kindern und Jugendlichen aufzubauen. Wir betreiben die nötige technische Infrastruktur dahinter. Das ist nochmal ein eigenes interessantes Thema. Wir betreiben natürlich Infrastruktur für Website, Mailkommunikation und so weiter im Verein, allerdings auch für Kinder und Jugendliche, die halt an Projekten teilnehmen.
Wir haben ein, ja, sag ich mal, von den werbetreibenden Freemail-Anbietern unabhängigen E-Mail-Dienst. Wir haben eine Jabber-Kommunikationsplattform für Kinder und Jugendliche. Wir haben einen Terminal-Server-Dienst, das halt die Teilnehmer aus den Projekten auch zu Hause ohne den Computer von ihren Eltern gerade mal eben mit Linux zu überbügeln, halt an ihren Projekten weiterarbeiten und weiterlernen können. Und halt alles, was noch dazu gehört, halt die technischen Grundlagen dafür zu schaffen, dass sich Kinder und Jugendliche halt mit den Lerninhalten und auch mit der freien Software beschäftigen. Und wir betreiben Partnerschaft mit anderen Projekten, zum Beispiel mit dem Skole Linux Projekt oder mit den Konferenzen, bei denen wir das Kinder- und Jugendprogramm anbieten. Das waren bisher die Frostcon und die Open Rhein-Ruhr, die CLT und nächstes, beziehungsweise dieses Jahr vermutlich noch ein kleines bisschen mehr beim Chaos Communication Congress. Da waren wir letztes Jahr halt Aussteller und wollen dieses Jahr halt noch mehr in Kontakt mit dem Chaos und Schulen-Projekt kommen. Okay. Gut, okay, zum Thema Frog Labs als Beispielprojekt kann Enrico was sagen. Das ist ein bisschen unsortiert, hat Enrico gerade schon festgestellt. Seine Vorstellung kommt später, aber das macht nichts. Erstmal zu den Frog Labs. Ja, also die Frog. Die Frog Labs ist ein Freizeitangebot, was wir anbieten. Seit wie vielen machen wir das? Die Frog Labs seit 4. Ja, die Frog Labs bieten wir schon seit 4 Jahren an. Dazu ist auch noch was nötig. Die Frog Labs, wer es noch nicht weiß, was das ist, eigentlich ganz einfach. Das ist was, da schlafen wir im Basecamp. Weiß einer, was das ist? Basecamp? Müsste, glaube ich, jeder wissen. Nee. Nein, das weiß ich nicht. Also das Basecamp ist ein Camp, ein Abenteuercamp, da kann man schlafen, essen. Ja, da werden ausrangierte Zugabteile, also Waggons hingebracht oder alte Wohnwagen, stimmt's? Ja. Und da kann man dann eben mal schlafen und von da aus fahren wir dann immer zur Frostcon. Da haben wir 2-3 Räume und da werden wir, was der Nick auch schon vorher gesagt hat, Freedroids und noch so ein paar andere Sachen machen, aber auch noch einführen, wie das geht und so. Also grundsätzlich sind Workshops eigentlich die Frog Labs, kann man auch Workshops zu sagen. Das ist nämlich das, was wir machen. Freedroids und so, das sind Workshops und ja, sind Freizeitangebote. Also die Frog Labs haben angefangen auf der Frostcon, sind jetzt aber der Name von verschiedenen Freizeitangeboten, die sich momentan immer an eine Open-Source-Konferenz anhängen. Und kannst du mal eine nächste Folie anmachen, bitte? Und im Unterschied zu anderen IT-Jugendprojekten in Deutschland steht der Community-Gedanke im Vordergrund. Also wir legen Wert darauf, dass die Teilnehmer gemeinsam anreisen, übernachten, gemeinsam essen, gemeinsame Freizeitgestaltung haben und nicht nur während des Tages quasi als Kinderbetreuung bei uns sind. Denn eben viele Jugendprojekte in Deutschland legen den Wert darauf, möglichst viel Output zu generieren in einer möglichst kurzen Zeit. Also zum Beispiel hat JugendHackt gesagt, Deutschland ist in der internationalen Softwarebranche unterrepräsentiert. Lasst uns mal möglichst viel Code in kurzer Zeit produzieren. An die Vernetzung unterhalb der Jugendlichen hat da keiner gedacht. Die treffen sich einmal im Allgemeinen, produzieren Code oder irgendwas anderes und fahren dann alle wieder nach Hause. Das heißt, fachlich wird gefördert, aber persönlich wird nicht gefördert. Und unser Ziel ist immer, dass sich die Teilnehmer auch nach den Konferenzen, nach den Veranstaltungen, dass sie in Kontakt bleiben, dass wir eine Community aufbauen und dass sie, wenn sie das wollen, in der Vereinsarbeit und in der freien Software mitarbeiten. Ja, wir haben
Hier mal kurz zur Überleitung zum nächsten Punkt verschiedene Formen und Wege in der Partizipation dargestellt. Der eine oder andere wird sich vielleicht gefragt haben, was hat denn das ganze Unterrichtsworkshops, Spiele programmieren, Roboter, Gedöns jetzt eigentlich mit Partizipation und freier Software zu tun? Es ist natürlich ein Weg, der dahin führt. Wir haben Partizipation in der Vereinsarbeit, wo Wert darauf gelegt wird, dass alle Kinder und Jugendlichen halt ihren Möglichkeiten entsprechend das Vereinsleben mitgestalten, zum Beispiel in der Organisation von Veranstaltungen oder in der Repräsentation, wie hier jetzt gerade, oder auch nur durch entsprechende Beteiligung in Mitgliederversammlungen, durch Mitbestimmung. Wir haben Partizipation in der Pädagogik, dadurch, dass Kinder und Jugendliche die Workshop-Programme selber veranstalten. Bei den Frog Labs werden wir zum Beispiel ein Team von 7 Kindern und Jugendlichen haben, die auch in den Monaten davor ihre Workshops sehr umfangreich vorbereiten und dann halt in der Gruppe mit den Teilnehmern zusammen durchführen. Und natürlich haben wir auch Partizipation in Software, dadurch, dass viele Kinder und Jugendliche bei uns freie Software benutzen. Gibt es Feedback? Es entsteht, es entstehen verschiedene Arten von Feedback. Einmal natürlich direktes Feedback, vor allem von Kindern und Jugendlichen, die da schon mehr Erfahrung mit haben, die dann tatsächlich Bugs finden, teilweise auch fixen. Teilweise aber auch einfach dadurch, dass sich irgendjemand total darüber wundert, wie irgendein Programm arbeitet und das überhaupt nicht versteht. Und das sind auch tatsächlich, vielleicht keine harten Bugs aus Software-Sicht, aber Bugs aus Zugänglichkeitssicht. Ich sag mal, Kinder und Jugendliche sind auch eine Gruppe, wo man über Accessibility reden kann. Und das sind halt einfache Punkte, bei denen die verbreitete Nutzung in Projekten auch zur Partizipation führt, über kurz oder lang. Okay, gut. Enrico, jetzt darfst du dich auch vorstellen und dann einiges über dein Schulprojekt erzählen. Soll ich hier durch oder da? Ja. Also ich bin's nochmal, jetzt kann jeder mich auch sehen, in groß, auf dem Bild. Also ich bin Enrico Rozipa, ich wohne in Remscheid, ich bin 12 Jahre alt, fast 13. Und meine Hobbys sind so, ich spiele gern mit Lego, aber auch gern Pokémon und Minecraft. Ich gehe aber auch raus und beschäftige mich auch gern in Vereinen und treffe mich auch mit Freunden. Und hier steht ja schon da, Freunde finden, das mache ich sehr gerne. Mit jedem, den ich einmal was zu tun gehabt hatte, ist praktisch mein Freund. Und ich bin im Verein, weil ich habe auf der FrostCon 2014, also bei den Frog Labs, wurde ich inspiriert, anderen zu helfen. Und da hat auch er mir dabei zu geholfen. Wink mal, Sascha. Ja. Und die beiden hier auch. Die haben mich alle inspiriert, dass ich in den Verein gekommen bin. Und deswegen seht ihr mich jetzt auch alle hier. Mein Workshop, den ich mit Sascha mache, das ist der Freedrides Workshop. Wir tun Roboter bauen und auch programmieren. Das mache ich auch im Moment in meiner Schule, aber dazu werden, in meiner Schule ist schon übertrieben, aber ich habe einen Workshop, Projekt auf meiner Schule. Dazu werde ich aber auch nachher noch mehr erzählen. Und steht ja auch schon da, Computerprojekt in der Schule. Die NXC-Sprache, also Programmiersprache, Computersprache, für die, die es noch nicht wissen, NXC, das habe ich alles gelernt. Damals konnte ich das noch nicht so gut, aber seit meinem letzten Workshop in der Schweiz kann ich das sehr gut. Und ja, und was ich mir auch vorgenommen habe im Verein ist, ich möchte mal der beste Tutor werden, den es je gab. Und auch mal den Verein übernehmen, aber wenn er erst ein alter Opi ist. Ja. So in 3 bis 4 Jahren. Ja, steht ja auch schon da, ein Vorstand gewählt werden. Das war's eigentlich, ganz ein Bild, warte. Ja, jetzt zu dem Beispielprojekt, wo ich jetzt drüber ein bisschen erzählen werde. Also, meine Schule ist die Nelson Mandela Schule, die liegt in Remscheid. Und da konnte man sich viele verschiedene Projekte aussuchen. Ich erzähle jetzt auch noch ganz schnell die Vorgeschichte.
Und dann habe ich mich erstmal fürs Tempelprojekt entschieden, weil das Computerprojekt, da wusste ich noch nicht, dass er das macht. Und dann habe ich das erstmal gemacht und dann ging ich zu meiner Rektorin, Frau Polfei. Dann habe ich sie gefragt, ob ich in das Computerprojekt reingehen darf. Und dann hat die ja gesagt und dann bin ich da reingegangen. Und dann hat einige Wochen später der Nick die anderen gefragt, was wäre, wenn einer mal von euch das Projekt machen würde. Und dann haben die alle gesagt, ja, können wir ja mal gerne mal ausprobieren. Und dann hat Nick mich vorgeschlagen, wegen auch noch Vorbereiten für die Schweiz. Und seitdem mache ich das Projekt auf meiner Schule. Und ich werde immer besser. Damals war ich noch sehr schlecht und habe auch immer Mist gemacht. Ich habe einen Freund in diesem Projekt. Ich sage jetzt nicht den Namen. Und der hat damals gar nicht mitgearbeitet. Der war so wie ich. Und ich habe ihn dazu, wie nennt man das? Motiviert, mitzuarbeiten. Und seitdem hilft er mir auch selber schon heute, um den Unterricht schon zu machen. Macht er natürlich auch. Er ist praktisch mein Sekretär. Ach so. Und einen guten Freund verdient er. Ich verdiene viel zu wenig, nämlich gar nichts. Das ist ungefähr 100% von dem, was Enrico verdient, deswegen ist das fair. Also nochmal zurück. Wir machen Freedroids im Moment, dass die anderen Kinder das auch lernen. Und wir hatten auch noch andere Themen zur Verfügung, aber jeder hat sich für Freedroids entschieden, also Roboter zu bauen. Und da werden wir auch kein neues Thema mehr in diesem Schuljahr anfangen. Also glaube ich zumindest nicht mehr, weil es kommen auch noch viele Feiertage. Glaube ich zumindest. Und da wir sind im Moment dabei, einen Fetti-Roboter zu bauen, so nenne ich den. Big Mac. Der hat 3 Bricks und der Brick ist praktisch das Herzstück. Und das wird ein sehr großer und die sind jetzt schon langsam beim Programmieren. Mit dem Bauen, das hat schon alleine sehr lange gedauert. Und wie soll ich das noch erklären? Teamarbeit, das ist das Wichtigste, was ich dabei möchte. Ich habe nur diese Übung gemacht, weil damals waren Gruppen. Damals haben sie auch schon Roboter gebaut und auch programmiert. Die können das jetzt praktisch, nur damals haben sie in Gruppen gearbeitet und gegeneinander. Und heutzutage war meine Aufgabe für die, dass sie lernen, Teamarbeit zu machen. Und seitdem wir den Biggie bauen, haben wir alle zusammen eine Teamarbeit und gute Freundschaft in einer Klasse gegründet. Das finde ich ganz stark, dass die das geschafft haben. Aber auch, man muss ja auch natürlich noch so einen Unterricht vorbereiten. Das nimmt auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch. Das mache ich auch immer morgens, also mittags mit Nick um 12:45, wenn er da schon da ist. Und dann bereiten wir schon so vor, was wir so machen. Zum Beispiel programmieren oder bauen. Da machen wir auch praktisch immer noch so eine Zeitspanne, wie wir das praktisch machen. Von so und so viel Uhr, wie viel sie Zeit haben, aber in den letzten Tagen haben sie nur gebaut. Ab nächste Woche werden sie programmieren, aber die Programmierung wird das Wichtigste an den Roboter werden, weil der Roboter soll synchron arbeiten. Ich glaube schon, dass jeder aus dem Publikum weiß, was synchron und asynchron heißt. Und das wird sehr schwer mit der Programmierung, aber das wird Teamarbeit. Also sollen alle im Team arbeiten. Und ja, Planung der Stunden habe ich schon gesagt. Ist das eine Integration? Ich sag nur eins, mein Freund, habe ich ja gerade schon erzählt. Und dann komme ich jetzt eigentlich auch langsam zum Ende. Danke, dass ihr mir alle zugehört habt. Jetzt gebe ich ab an Nick. Ich fasse das nochmal. Ich
fasse gerade noch mal ein paar wichtige Sachen dazu zusammen aus unserer Sicht. Es ging am Anfang darum, dass jetzt natürlich nur als Beispiel, es ist eins von vielen Projekten. Es ging darum, dass wir halt festgestellt haben mit Enrico zusammen, dass er sehr großes Potenzial hat, auch als Tutor und als Workshopleiter aufzutreten. Und es hat langsam angefangen, dass er halt bei dem Schulprojekt mitgeholfen hat. Und irgendwann haben wir als Herausforderung dann gefunden, dass er einen Workshop bei der Veranstaltung Open Source Software an Schulen in der Schweiz von der CH Open, von der Schweizer Open Source Nutzergruppe, also da halt einen Workshop für Kinder und Jugendliche leiten wollte. Und als Vorbereitung dafür hat er quasi vorübergehend das Projekt in der Schule übergeben bekommen. Und das Ganze ist so gut angekommen bei der Klassengemeinschaft, dass wir das am Ende dann nach Mehrheitsbeschluss fortgeführt haben. Dazu gehört eine ganze Menge Vorbereitung, eine ganze Menge Feedback. Und das ist auch die Form, in der das verankert wird. Soll am Ende eine Erfahrung für alle Beteiligten werden und vor allem auch für alle zu. Da machen wir das. Ach, hast du schon. Das ist deins. Für alle halt zu einem Lerneffekt führen. Man muss aber allerdings sagen, die Folgen davon und damit jetzt auch mal wieder zur Überleitung zu unserem freie Software-Thema. Dadurch, dass ein Gleichaltriger durch Mehrheitsbestimmung und sehr erfolgreich und sehr strukturiert so ein Projekt mit anderen Schülern leitet, entsteht natürlich eine sehr hohe Akzeptanz in der Gruppe. Ich denke mal, dass jetzt, wo die Lehrerschaft größtenteils wieder jünger wird, wird der Abstand zu den Schülern, das Altersgefälle, sage ich jetzt mal, wieder deutlich kleiner. Und es gibt wieder mehr gemeinsames Lernen, es gibt einen starken Trend weg vom Frontalunterricht. Das sind alles gute Sachen, aber die Akzeptanz der Zusammenarbeit und des Lernens, die dadurch entsteht, dass ein Mitschüler mit das Projekt leitet und auch dann andere Kinder und Jugendliche aus der Gruppe halt einbindet. Diese Akzeptanz ist halt im normalen Schulunterricht nicht zu erreichen. Dadurch kam es auch zu einer erfolgreichen Integration von schwächeren Kindern. Enrico hat gerade von einem Beispiel gesprochen. Es gab mindestens einen Schüler, der überhaupt nach einigen Wochen nicht von dem Projekt zu begeistern war. Größtenteils allerdings auch durch eine ganze Menge persönliche Probleme. Es ist auch eine integrative Schule, sodass es halt auch einige Schüler gibt, die schon von zu Hause oder aus ihrer bisherigen Schullaufbahn einiges an Problemen mit sich tragen und entsprechend dann auch gefördert werden müssen. Und auch da gibt es Erfolge dadurch, dass halt ein Schüler halt seine Gruppe an die Hand nimmt und dadurch halt die Angst vor dem Scheitern beziehungsweise die Scham halt Fehler zu machen im Unterricht, die bei vielen dieser Kinder sehr hoch angesiedelt ist, deutlich schrumpft. Ja, wodurch jetzt mittlerweile tatsächlich wir da kaum noch Differenzen in der Beteiligung im Projekt sehen, was auch zum großen Teil an dieser Projektstruktur halt liegt. Ja, umfangreiche neue Erfahrungen des Tutors ist klar. Ne, der Tutor Enrico oder alle anderen Junior-Mitglieder lernen dabei natürlich mit Kritik umzugehen, mit Lob umzugehen, Feedback in ihre weitere Planung einfließen zu lassen. Das ist auch was wir immer sehr deutlich beobachten. Und damit, zusammenfassend, entsteht natürlich eine super Grundlage für einen Gemeinschaftsaufbau. Wir gehen dann her und in dem Schulprojekt, momentan ist es eine Partnerschule, an der wir arbeiten. Unser Ziel ist es halt, dass wir das Netzwerk noch weiter ausbauen. Es gibt Kontakte zur Schulsozialarbeit in Bonn, wo wir jetzt weiter halt vorgehen möchten. Und wir ziehen dann halt natürlich aus den Schulprojekten die Teilnehmer auch in die Wochenendfreizeiten rein. Wir laden dann natürlich unter anderem auch mit einigen Gimmicks, zum Beispiel mit einer gemeinsamen Gruppenfahrt von Remscheid, um die Anreise zu organisieren, laden wir halt die Teilnehmer von da auch zu den Wochenendfreizeiten ein, um dann halt die Gruppen untereinander weiter zu vernetzen. Und
ja, eine Gruppe, die insgesamt schon mit sehr hoher Akzeptanz und sehr homogen arbeitet, ist das natürlich eine prima Grundlage für die weitere Vernetzung. Machst du einmal weiter? Ja. Bist du jetzt dran? Du bist jetzt dran. Alles klar. Okay. Also wenn wir jetzt unsere Erfahrung ableiten aus der pädagogischen Partizipation von Enrico, können wir sagen, dass Partizipation eigentlich ein grundlegendes Konzept ist, das wir auch in anderen Bereichen anwenden können. Nämlich zum Beispiel, indem wir Kinder und Jugendliche in die Vereinsarbeit einbinden. Wir möchten aktiv, dass die Kinder und Jugendlichen, die im Verein sind, sich mit den Themen des Vereins beschäftigen, sich damit beschäftigen, was machen wir gerade, wofür geben wir unser Geld aus, woher kriegen wir unser Geld her, wer ist an der Spitze des Vereins, wer entscheidet denn da vorne überhaupt, und dadurch, dass die jüngeren Mitglieder und alle erwachsenen Mitglieder, wir haben ja außer uns drei im Vorstand noch ein paar andere erwachsene Mitglieder, das eben mitbekommen, haben wir eine kleinere Distanz zwischen Vorstand und Verein. Das ist halt eben nicht der Vorstand, der alles macht und die Vereinsmitglieder, die irgendwo teilnehmen, sondern wir beachten uns eigentlich als gleichwertig. Dann kommt es durch die Einbindung von Kindern und Jugendlichen natürlich zu Kontributionen zu der freien Software, die wir im Verein benutzen. Denn Nick hat eben schon mal gesagt, die Kinder und Jugendlichen finden Fehler, finden Probleme, die sie mit der Software haben, die können wir oder sie selbst dann an die Entwickler weitergeben. Und wir haben tatsächlich auch eine umfangreiche Datenbank von OER, also freien Bildungsmaterialien, die von Kindern und Jugendlichen für Gleichaltrige geschrieben worden sind. Das heißt, die wurden auch von Menschen geschrieben, die Probleme ihrer Zielgruppe kennen und sich besser damit beschäftigen und damit da reinversetzen können. Das heißt, die sind deutlich angepasster als manche Bildungsmaterialien, Arbeitsblätter und sowas, die von Erwachsenen konzipiert werden. Muss mal weiter, Enrico. Vielen Dank. Also beispielsweise haben wir im Verein den Simon, der erfolgreich die Linux Essentials Prüfung bestanden hat, nachdem wir uns mit ihm darauf vorbereitet haben, oder er sich mit uns darauf vorbereitet hat. Er arbeitet jetzt an einer LPIC-Prüfung und kümmert sich um Bugs in Debian. Der Sascha hat Arbeitsblätter und andere Materialien zu Lego Mindstorms und FreeDroids entwickelt. Der Daniel, der heute leider nicht da sein kann, hat Materialien zu Programmieren mit Arduino entwickelt. Und ja, das soll in Zukunft natürlich dazu führen, dass wir mehr Workshops mit freier Software und mehr Bildungsmaterialien anbieten können. Mit mehr Mitgliedern kommt mehr Material und mehr Workshops. Weiter. Genau, also hier haben wir es nochmal bildlich dargestellt. Das linke ist das Schulprojekt von Enrico, in dem wir ihn einbinden. Und das rechte sind zwei unserer Vereinsmitglieder. Das linke ist der Daniel mit den Arduino-Sachen und der rechte ist der Simon, der die Linux Essentials Prüfung abgelegt hat. Das heißt, davon, dass wir unsere Projekte machen und Kinder und Jugendliche darin einbinden, da kommen bei raus Kinder und Jugendliche, die sich mit freier Software beschäftigen und ausschließlich freie Software einsetzen, auch im privaten Bereich. Okay, zum Abschluss, was wir in Zukunft brauchen. Wir haben jetzt ganz viel darüber erzählt, was wir machen. Wir haben ganz viel über uns erzählt, inwieweit betrifft euch das eigentlich alle. Der Punkt, den wir damit ansprechen wollen, ist, wir sehen starke Indizien dafür, dass die Verbreitung von differenziertem, kritischem Umgang mit Technik, mit freien Standards, mit freier Software, der Loslösung von geschlossenen Systemen, von kommerziellen Anbietern, die Akzeptanz dafür, die Beschäftigung damit nicht durch die ältere Generation kommen wird. Es wird sich in ganz vielen Projekten damit beschäftigt. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Es gibt das Skolinux-Projekt. Es gab den Skolinux-Pilotbetrieb in Rheinland-Pfalz an Grundschulen. Es gibt den Open School Server. Es gibt ganz viele Projekte, die freie Software tatsächlich in Schulen einsetzen. Aber es bleibt dann halt auch bei dem Einsatz. Es wird nicht an die Kinder und Jugendlichen herangetragen. Ja. Es wird halt dafür gesorgt, dass Schulen aus finanziellen oder aus tatsächlich technischen Gründen ein Linux-System zum Beispiel benutzen.
aber das führt nicht zu der kritischen Beschäftigung der Kinder und Jugendlichen. Und da möchten wir halt dafür sensibilisieren, da ein bisschen drauf zu achten, vielleicht selber in den Projekten, wo man mitwirkt, zu sehen, ob man Kinder und Jugendliche einbinden kann, was da machbar ist, welche Möglichkeiten es gibt. Es gibt die Coda-Dojos, wo, glaube ich, auch einige Erfa-Kreise beteiligt sind, soweit ich weiß. Da kann man einfach mal nach Brückenschlagsmöglichkeiten zwischen den Kindern und Jugendlichen und echten freie Softwareprojekten suchen. Ja, das ist der Punkt, den jeder Einzelne tun kann. Vielleicht mal tatsächlich, wenn jemand von euch in einem freie Softwareprojekt aktiv ist, einmal Finger hoch, wer selber in einem freie Softwareprojekt aktiv und gestaltet mit. Okay. Oder wer in Zukunft beteiligt sein wird, einfach mal Kinder und Jugendliche kontrolliert oder auch unkontrolliert auf das Projekt loslassen, gucken, was sie davon haben, gucken, was sie darin sehen, was ihnen das bringt, ob sie Dinge finden, die ihre Zugänglichkeit erschweren. Es betrifft tatsächlich Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen. Ne? Da kann man mit Kindern im Grundschulalter anfangen und da kann man das Thema Zugänglichkeit ein bisschen weiter fassen, sage ich jetzt mal. Ich denke mal, bei einem 15-, 16-, 17-Jährigen braucht man sich keine Sorgen mehr zu machen, dass er halt vom Verstehen her, vom Kognitiven her irgendeine Menüstruktur nicht versteht oder so. Das wird in Einzelfällen auch der Fall sein. Das ist bei uns Erwachsenen auch teilweise der Fall. Aber das ist dann nicht mehr der Fokus. Der Fokus ist dann eher tatsächlich auch die Einsicht, was habe ich eigentlich von dieser Software oder was unterscheidet sie eigentlich von den Programmen, die ich sonst benutze? Warum ist es vielleicht besser? Auch das zu verstehen und zu sehen, ist ein Teil der Zugänglichkeit an dem Punkt. Das wollen wir auch in Zukunft haben. Wir brauchen mehr Bedarfserfassung und Vernetzung zwischen Kindern und Projekten. Wir arbeiten da stellenweise dran. Der Weg ist finanziell und personell recht hart. Wir sind mittlerweile recht gut aufgestellt, sag ich mal, mit momentan 12 Erwachsenen und 30 Jugendlichen, Vereinsmitgliedern. Trotzdem, es gibt nur sehr wenig Zeit, gerade im Bereich der Juniormitglieder. Da gibt es immer noch dieses Konzept der Schulpflicht zum Glück, was uns dann aber leider die Vereinsarbeit ein wenig in Wochenend- und Ferienbereich zieht, logischerweise. Und es geht also langsam voran und deswegen brauchen wir auch Awareness dafür in anderen Projekten. Einmal weiter, bitte. Gut. Okay. Man kann auch mal nachlesen auf unserer Website www.techkids.org zu Projekten, die demnächst stattfinden, ob man vielleicht da selber irgendwas sieht, was man uns als Feedback geben kann, wo es Möglichkeiten zum Brückenschlag gibt. Unser pädagogisches Leitbild kann man sich nochmal ansehen, wenn man selber mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, zum Beispiel in Coda-Dojos oder Ähnlichem, ob man vielleicht da Inspiration findet oder tatsächlich auch selber Erfahrungen gemacht hat, die unseren Erfahrungen vielleicht widersprechen und das entsprechend an uns herantragen, um das gemeinschaftlich weiter auszubauen. Und die Steckbriefe darüber, was für unterschiedliche Kinder und Jugendliche oder auch Erwachsene bei uns tätig sind und sich vernetzen, kann man dort auch nochmal nachlesen. Einmal weiter. Gut, machst du mal weiter? Fragen? Ach, ist schon. Alles klar. Fragen? Gut. Also wenn es jetzt noch Fragen gibt, stellt sie uns jetzt bitte jetzt, weil wir sind jetzt nur einmal da. Ja, wir sind also noch bis heute Nachmittag da oder heute Abend. Wissen wir noch nicht. Alles klar. Noch eine kleine uneigennützige Abschlussfolie. Wir sind auch auf Spenden angewiesen. Also wer mal reingucken möchte oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der vielleicht in seinem Unternehmen oder so ein paar Euro auf der hohen Kante liegen hat und Vernetzung fördern möchte, natürlich nachdem er sich nochmal kritisch und differenziert damit auseinandergesetzt hat, kann das gerne tun. Ansonsten danke ich für... kommt da noch eine Folie oder? Nee, ne? Ja, gut, alles klar. Ansonsten danke ich für euer Zuhören und vielleicht läuft man sicher in irgendeinem Projekt nochmal beim Brückenschlag über den Weg. Ja.